Und nach planloser Herumirrerei steigen wir jetzt wieder ein in unser Overlord Let's Play. Und ja, ich muss sagen, ich bin schon ein Vollidiot. Es hat ungefähr 15 bis 20 Sekunden gedauert, bis ich die Lösung für mein Problem hatte. Und zwar, wer sich noch erinnert, dass wir hier an dieser Stelle gescheitert sind. Es ist so einfach. Es ist einfach so unglaublich einfach. Alles, was wir tun müssen, ist an der anderen Seite die blauen Schergen ins Wasser zu schicken. Und dann können sie hier hoch. Und da an das Rad. Theoretisch. Und wir haben wie blöd das an dieser Stelle hier probiert. Und sind selbstverständlich gescheitert, weil es so nicht geht. Tut mir leid, dass ich damit wahrscheinlich so 20 Minuten eures Lebens verschwendet habe. Ich werde auch eine kleine Anmerkung in den ersten Part setzen, dass diejenigen, die noch nicht daran verzweifelt sind, sich das mit anzugucken, frühzeitig gewarnt sein können. Für alle die, denen ich jetzt diese Zeit genommen habe, es tut mir unendlich leid. Es tut mir so leid. Ich wollte das alles nicht. Ah, da ist ein roter zu wenig. Ah, es gibt nie zu wenig rote. Lassen wir die Zahl mal so. So. Jetzt möchte ich gerade mal nochmal meine neue Axt ausprobieren. Eins, zwei, BAM! So. Nix hier mit Randale. Ja. Bam. 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 So, hier aber mal nicht. So. Und du. Bam. 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 Alles klar. Könnt reinkommen. So will ich das mal sehen. Da oben lag noch ein Helm von dem Chef. Sehr gut. Hier, das könnt ihr doch sicher abtransportieren, was da oben so ist. Warum zerstören die Barrikaden? Typisch Schergen. Erstmal die unnötigen Sachen. So. Hör ich hier eine Bombe? Ah, da unten. Huh. Mich hatte schon gewundert, weil der eine Zwerg so ein bisschen anders aussah. Das machte schon so ein bisschen Schiss. Egal, wir transportieren erstmal die ganz großen Geschütze hier ab. Wow, 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 wow. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. So. Das hätte sehr, sehr gut schief gehen können. Aber es freut mich, dass es ausnahmsweise mal wirklich gut funktioniert hat. Das war wirklich eine gute Aktion. Wir haben gar keinen Scherz verloren. Nee, nicht ernsthaft, oder? Ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt noch das Beste gewesen. Wenn wir da jetzt nicht durchkommen wegen dem Kack. So, bring das mal gerade weg, dann kommt er wieder. Das sind braune Schergen, die müssen das eigentlich schnell transportieren können. Das gefällt mir ganz gut, wie es gerade ist. Solange jetzt nicht wieder die Harponiere kommen, bleibt diese gute Laune wahrscheinlich auch ganz schön lange bestehen. Es waren jetzt 1000 Gold. Können wir uns bald auch noch die Arcanium-Rüstung holen. So. Da war gerade schon mal ein Helm. Das war der Helm. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Oh, warte, 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 warte. Damit ich nichts falsch machen.
Okay, der ist tot. Unser Schurke aber leider auch. Ja. Unser Schurke ist restlos tot. So. Nehmen wir nochmal einen roten und schicken den als Sprengstoffexperten da wieder hoch. La 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 la. Haha. Wie jetzt? Der nimmt daran keinen Schaden. Wollte gerade sagen, mach den mal fertig hier, Fernkampf. Das gibt's ja nicht hier. Keinen Schaden kriegen, aber Bomben werfen. Das ist doch kein Paladin. So. Kistenschlachten. Alter, sind die Braunen ernsthaft vollständig ausgerüstet? Krass. Vollständig ausgerüstete Braune. Nicht schlecht. So, Lebenstränke brauchen wir nicht. Wir haben ja ein bisschen Regeneration noch für Rüstung. Immer noch am Suchen. Ja. Wird schon nicht so schlimm kommen. Dann lassen wir die mal weiter ausschwärmen. So. Warum stehen überall Barrikaden? Also komplett nutzlos rum. Oh, Harpuniere. Die schalte ich aber höchstpersönlich aus. Okay, mal gerade mal durchgucken. Keine weiteren Harpuniere. Alles klar. Oh, Harpunier. Feuer-Harpunier. Wow. So, den müssen wir gerade mal ausschalten. Der ist am explodieren. Jungs, ich will hier weg. Boah, wie viel Schaden das macht. Alles klar. Die scheint es hier ganz schön gut. Boah, sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut hier, wie das läuft. Die haben so ziemlich alle wiederbeleben können. Das läuft hier richtig gut. Wir haben nur 3 Stück verloren. Das läuft richtig gut hier. So gefällt mir das. Jetzt hier oben gerade noch gucken, dass wir nichts vergessen. Oh, das Bier. Das Bier ist wichtig. Bier ist richtig wichtig. Die Teile hier noch mitgehen lassen. Und wehe, die Roten werfen da wieder nach. Aber nur gleich wieder fehlgezündete Bomben. So, das kann doch nicht sein, dass keiner mehr einen Helm braucht. Ich wollte gerade sagen, hier. So. Sieht so aus, als ob der Bergbau diesem Ort nicht so gut getan hätte. Oh. Vorsicht, Herr! Wollt doch nicht unter Feinen und Zwergen Leute haben hier. Okay. Ahne ich da richtig? Oh, nice. Das habe ich mir ungefähr so gedacht. Das ist nice. So ein Level mag man doch. Bom. Wie können die denn die Roten töten, bitte? Achso, ist wahrscheinlich ein Roter gerade eben schon gestorben.
Okay. An sich ist das ganz cool hier. Das Level bockt das. Nein, du sollst nicht auf den gehen. Oh Gott. Viele Schergen hier. Ich erzähle gerade so wenig. Wobei ich nicht glaube, dass euch das irgendwie stört. Ich glaube, da seid ihr mal ganz froh, wenn ihr zwischendurch ein bisschen Ruhe habt. Oh fuck. Fuck! Okay. Ich glaube, die meisten konnten sie retten. Ja, zwei verloren. Na, hätte schlimmer enden können. Nehmen wir wieder 26. Den anderen fehlen überall so ein paar. Naja. Man kann nicht immer alles haben. Wow, wow, wow. Da hinten sterben sie. Wow! So. Hier. Bitch, please. So. Gucken, ob ich die Bomben noch selbst zünden kann. Sehr schön. Oh, Poniere. Die muss ich jetzt aber direkt rausnehmen. Sehr gut. Beide Schüsse selbst gefangen. Dann sollte das Ganze auch kein Problem sein. So. Einmal noch die Braunen da ranschicken. Für die restlichen Säulen noch geknackt kriegen. Und hier die Masken, die will das sicher noch irgendwie haben. Kann mir keiner erzählen. So, 25. Hopp, einen doch da dran schicken. Da hinten noch einen dran schicken. Und ich habe gerade schon was gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber ich steck mich erstmal wieder voll ein. Ah, ein blauer zu viel. Und ein grüner noch. Sehr gut. Und wir haben alle Säulen zerstört soweit. Und da hinten war nämlich gerade noch Gold. Wie unerwartet in Goldos Festung. Ja komm, bring's weg. Lasst mich nicht so lange warten hier. So. Dass die sich immer Schippen holen, ey. Aber über Waffen sind sie alle glücklich, ey. Das scheint hier so eine geheime Waffenkammer gewesen zu sein. Kein Wunder, dass sie geheim ist. Hier wird, glaube ich, auch kein logisch denkender Mensch suchen. Sind ja auch Zwergen. Die müssen ja nicht logisch denken. Keine mehr eine Plattschippe? Hm? Nicht? Hier vorne noch? Rüstung? Ja, schön. Sehr gut. Und wir kriegen nochmal extra Gold. Ah, war wohl schon. War wohl schon eingerechnet. Checken, für die Arcanium-Rüstung reicht nicht. Ah, die können wir uns aber gleich mal holen. Ist das... Das ist Guldo. Das ist Guldo und seine Feuerwalze. Beziehungsweise bis jetzt ist es nur Guldo.